Ja, stimmt, Steuerung R geht ja auch. Oh, ich sehe, es geht los. Zumindest auf dem Mainstream. Ich hoffe, das ist auch jetzt nicht so weit aus der Sync von mir hier. Was man gleich mal sagen kann zu dem Spiel, das gibt es sowohl in der Genesis als auch in der SNES-Version. Die sind vom Prinzip her gleich. Und es gibt jeweils die Schwierigkeitsgrade leicht, mittel und schwer. Der große Unterschied, den man so als Casual-Spieler merkt, ist, dass man bei schwer weniger Leben hat, bei leicht natürlich mehr. Es führt aber auch dazu, dass hier und da bei den schweren Schwierigkeitsgraden mehr Hyänen als Gegner auftauchen oder man öfters irgendeinen Gegner besiegen muss, damit man weiterkommt. Im Großen und Ganzen ist der Spielverlauf aber gleich. Es ist dann halt nur, dass dann dadurch schwer ein bisschen länger wird. Man sieht schon hier, weil wir ja gerade auf diesem Optionsbildschirm sind, was Simba alles kann, nämlich brüllen, springen und als erwachsener Löwe auch einmal mit der Pranke zuschlagen. Ist schön, dass für die Sega-Version, wo es eh nur drei Knöpfe gibt, es genau drei Handlungen gibt. Bei der SNES-Version hat man halt einen Knopf, der nichts macht. Ja, an sich dasselbe Spiel, die Genesis und die SNES, also SNES-Version, ne? Genau, also ich habe da jetzt, vielleicht schauen die Hintergründe ein bisschen anders aus. Ich habe jetzt die SNES-Version länger nochmal angeschaut, das weiß ich nicht, ob die genau gleich sind. Das heißt ja immer, dass beim SNES da so viele Hintergrundlayer hin und her laufen können. Aber sonst habe ich keinen Unterschied gesehen. Natürlich damals in meiner Kindheit, Jugend, je nachdem. Was? Ja, ja. Da warst du schon 90. 90 Jahrhunderte, ja. Nee, da hatte ich die Master System-Version damals gespielt. Und die basiert ja auch auf dem, ist natürlich technisch ein bisschen abgespeckt, logischerweise. Aber insgesamt halt auch quasi identisch. Was man dazu noch sagen könnte, an einigen Stellen erwähnt sie in den Notes, dass das Spiel dann Eingaben frisst, dass sie dann versucht irgendwie zu springen oder sowas, aber das nicht funktioniert. Aber ja, damit man halt daneben, damit leben und schnell reagieren. So, Level 1 ist im Prinzip ganz leicht. Man muss ganz nach oben und dann rechts wieder runter. Hier kann man zweimal auf einem perfekten Pixel hochspringen. Jetzt versucht sie gerade und liegt daneben. Jetzt ist sie oben. Der rote Käfer, der verlängert die Lebensleiste. Das ergibt, lässt einen dann etwas mehr Luft haben für Damage Boosts. Die gelben Käfer, die füllen die Lebensleiste komplett auf. Und indem, dass man da einmal die Hyäne schon anspringt und dann nochmal anspringt, schafft man es, dass sie schneller in diesen Hechelmodus ist, geht und dann sie dann schneller besiegen kann. Und damit sind wir schon mit dem ersten Level rum. Und das zweite Level hat dieses wunderschöne Nashörner- und Affen-Gimmick. Ich erinnere mich. Genau, da muss man hier beim ersten Teil einmal zwei Affen, die rosanen, durch einmal brüllen jeweils umdrehen und dann kann man hier hoch, rüber, wird er weitergeschmissen, wenn man vom Nashorn hochgehauen wird und landet auf dem Strauß für einen kleinen Autoscroller. Beim ersten Mal wird einem noch angezeigt, dass man springen muss und dann sich ducken muss, man springen muss und so weiter. Und dann kommt, glaube ich, gleich der Doppelsprung, jawohl. Zack, zack, bei dem bin ich als Kind immer gescheitert, da war ich nicht geschnallt, dass man da sich ein bisschen Zeit lassen muss. Dann ist der kleine Autoscroller-Shooter vorbei und es geht weiter. Das war jetzt ein kleiner Skip, der nennt sich Hippo Jump, dass man da halt durch dieses komische Fliegen dann noch mehr Momentum beim Weiterspringen bekommt. Da hat man diese kleine Zwischensequenz schon wieder vorbei und hat wieder so einen Strauß-Autoscroller. Diesmal sieht man schon, dass einem nicht gesagt wird, was man zu tun hat, aber es ist eh immer das Gleiche und man kann sich das merken. Gemein ist natürlich, dass hier mehrmals diese Doppelsprünge kommen. Wie gesagt, war nicht so einfach für mich. Ich erinnere mich auch noch dran. Und jetzt ist der auch schon wieder vorbei, merkt man immer, wenn der Strauß in der Bildmitte läuft. Jetzt kommen wir nochmal zum letzten Teil von diesem Level. Das ist das etwas ausführlichere Affenrätsel. Da muss man einmal erst diesen ersten Affen anbrüllen, kommt man auf die andere Seite rüber, wird da noch ein bisschen rumgeschleudert. Und der wirft einen erst nach unten, den muss man dann einmal anbrüllen, damit er rüberspringt, damit er sich verändert, damit er einen nachher anders wirft. Auf der anderen Seite dann wieder zurück und dann nochmal wieder sich einmal komplett durch dieses ganze Rätsel durchlaufen zu lassen. Diesmal wirft einen dieser Affe da weiter, man kommt wieder auf den linken Baum zurück und an eine Stelle, wo man vorher nicht hingekonnt hat.
den Affen muss man umbrüllen, den Affen muss man umbrüllen und dann ist man endlich fertig. Und wenn man jetzt durch dieses Affenrätsel kommt, ist man aus dem Level raus und damit hat man dann auch schon das zweite Level besiegt. Übrigens, man weiß es natürlich auch, dieses Spiel, das lehnt sich so ein bisschen an den König der Löwen-Film an. Dementsprechend hat man da bei dem zweiten Level auch diese wunderbare Can't Wait to be King Musik. Und jetzt entsprechend in dem Elefantenfriedhof ja, wieder jede Menge Hyänen, wieder mit Damage Boosts. Wenn man halt getroffen wird, dann gehen sie schneller in den Hechelmodus und man kann sie schneller wieder treffen. Und man muss auch sagen, dieses Level hier ist für den Speedrun das Schwierigste, weil da sehr viel präzise Bewegung drin ist und auch viele von den Hyänen, die man halt auf eine bestimmte Art und Weise zusammen manipuliert, damit sie an einer Stelle sind, damit man sie mit einem Sprung aushebeln kann. Und was man auch dazu sagen sollte, ist, hier macht es an einigen Stellen, also die Geier eben nicht töten, sondern nur einmal überrollen oder warten, dass sie extra in die Luft fliegen, damit sie dann hier in dem oberen Teil von dem Level an der richtigen Stelle nutzen kann, um damit weiterzukommen. Das ist noch relativ wichtig. Die Hyänen da oben kann man glücklicherweise dran vorbeilaufen und gleichzeitig nochmal seine Lebensleiste auffüllen. Weiter hinten ist dann nochmal ein Satz Hyänen hier. Den muss man tatsächlich besiegen. Und die müssen wir, also idealerweise hätte sie die gerne alle an der gleichen Stelle wieder. Die sind aber gerade nicht sehr kooperativ und das ist jetzt, oh, naja, schaut noch relativ gut aus. Ah, nee, doch nicht mehr. Das war jetzt einmal. Hätte nicht passieren sollen, Punkt, Punkt, Punkt. Zum Glück hat man da einmal ein Continue gemacht. Jetzt sehen wir nochmal dieses Hochspringen an dieser Doppelwand, wo unten die Fontänen hochkommen. Das ist nicht nur einfach Mashen, das ist zu einem bestimmten Zeitpunkt drücken. Das wusste ich auch nicht. Also ich habe da immer versucht zu mashen, war dann froh, dass ich es geschafft habe. Ja, aber jetzt sieht man halt den zweiten oberen Teil von dem Level nochmal. Das ganze Spiel ist relativ kurz, deswegen gibt es wahrscheinlich mehr zu sagen, als ich hier unterbringen kann, aber ja. Wir hoffen, dass diesmal die Hyänen sich ein bisschen freundlicher verhalten und beieinander bleiben und dass man die dann auch besser gemeinsam ja, töten kann, aber das wird jetzt auch wieder gerade nicht so, wie es eigentlich sein soll. Und das war's, glaube ich. Und das war's schon wieder. Und dann muss man jetzt schon, weil man so wenig Leben bei schwer hat, gleich auf das Continue zurückgreifen und das Level nochmal von vorne machen. Nee, das ist natürlich ärgerlich jetzt. Sehr. Es ist halt auch ein sehr nicht vergebendes Level hier, das wo man, wo wahrscheinlich auch die meisten ran sterben, wenn man das so halt grindet auf Weltrekord-Niveau und so. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, das ist so das anspruchsvollste Level im ganzen Run. Jo. So, einfach weil man hier die Kombination... Ja, da wird es nicht so schwer, sagen wir mal, weil man hier die Kombination hat aus vielen Gegnern, vielen Hyänen, die mehr Stress machen und man ist auch noch junger Löwe und als junger Löwe, ja, sagen wir mal, sind die Hyänen nicht ganz so leicht zu besiegen wie als erwachsener Löwe. Zum Hyänen besiegen als erwachsener Löwe, dazu kommen wir dann später. Das kriegen wir später. Okay. Da sind wir jetzt gleich wieder bei den Hyänen. Übrigens, Ludwig hatte vorhin schon geschrieben, boah, diese Affenrätsel, habe ich die gehasst. Kam mir vorhin nicht dazu, das zu erwähnen. Aber kann ich absolut nachvollziehen. Hier hat sie übrigens gerade nochmal einen kleinen Umweg gemacht, um sich noch ein Continue mitzunehmen, damit es halt jetzt nicht Run Over ist, wenn sie nochmal sterben sollte. Und jetzt sind sie auch übereinander. Jetzt verhalten sie sich brav und lassen sich dann hoffentlich einfacher besiegen. Und jetzt kommt halt noch eine dritte Hyäne runter. Ich weiß nicht mal, wie die in dem Film heißen, aber es sind halt drei auf einmal aus dem Grund, dass es halt im Film halt auch drei Haupthyänen gibt. Mit dem letzten Stück Leben kann man die dann noch hoffentlich ohne Probleme treffen und damit sollte das Level jetzt auch vorbei sein. Wow. Ja, bei dem Affenrätsel, da habe ich als Kind auch lange links und rechts und hin und wieder zurückgebraucht, bis ich geschnallt habe, dass da auf dem linken Baum noch ein zweites Nashorn ganz links außen ist, wo man dann auch nochmal hochkommt und wo man dann an eine ganz andere Ecke kommt und dann war ich plötzlich ganz woanders und dann bin ich plötzlich weitergekommen. Das war dann auch ganz nett. So, ach, dieser die Autoscroller, genau,
nicht nur Autoscroller, sondern auch noch absolut kein Random. Also jedes Gnu kommt immer zur gleichen Stelle. Shubidubidnu. Wow. Knowing me, knowing Gnu. Oh Gott. Ja, die Steine, die werden einem halt auch immer angezeigt, wo die sind. Die kommen auch immer an der gleichen Stelle. Also was ich immer gemacht habe, ist, mich vor den Stein zu stellen, sobald er anfängt zu blinken und zweimal zu springen. Dann war ich nämlich immer wieder am Springen, wenn der Stein da tatsächlich da war. Sie macht es dann lieber so, dass er halt zum richtigen Zeitpunkt springt, ohne vorher nochmal zu springen. Ist halt, ne, wie man halt lustig hat. Es geht halt eh alles immer gleiche Zeit, wie es so schön heißt, LOL Autoscroller. Game and Arts sagt gerade, das ist mein Hasslevel gewesen als Kind. Meinst du die Stampede hier? Oder welches? Ich weiß jetzt nicht, ob das schon darauf bezogen war oder noch aufs letzte Level. Achso, ja, okay, war auf das Level hier bezogen. Okay, kann ich also auch nachvollziehen. Auf die Gnus, ja, es ist halt ein bisschen langweilig, ne? Passiert nicht viel. So, jetzt kommen wir im Exile. Da fliegen von oben Steine runter. Da ist auch wieder der Versuch, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu bewegen, damit einem hier kein Stein im Weg rumfällt, damit man nicht von hinten überrollt wird. Und hier weiter kommt jetzt hier nochmal der zweite rollende Stein. Da war der Stein im Weg und das, hat noch funktioniert. Ich habe gar nicht gewusst, dass man da springen kann. Wieder was gelernt. Hier kann man runterklippen, kann man sich einen Teil vom Level sparen und ist man dann halt auch relativ schnell ganz weit unten und sind wir schon an der untersten Etage und einmal daneben gesprungen. Das hätte nicht sollen sein. Und man sieht an der wahrscheinlich Nervosität. Sieht an ihrer Reaktion auch, dass sie damit jetzt selber überhaupt nicht gerechnet hatte. Jupp, das war jetzt auch so für mich so irgendwie so, oh, what? Allerdings habe ich auch gesehen, es gibt eine Variante wohl, wenn man da das gescheit, was heißt gescheit, wenn man es noch besser macht, dass man gar nicht dort diese linke Hälfte von ganz unten macht, sondern gleich weiter rechts von ganz unten rausfällt. Ja, war jetzt dieses Mal nicht dabei, aber gut. Kann klappen, muss aber nicht, so wie es aussieht, weil es jetzt genauso macht wie vorher. Ich muss übrigens an der Stelle auch sagen, dass jetzt, wo ich das alles sehe, fällt mir das auch wieder ein, die Sprungmechanik im Spiel ist auch ein bisschen seltsam, also dieses Momentum daneben, wenn man aus dem Stand heraus springt und dann nach links oder rechts will. Genau, es gibt diesen Seitwärtssprung und es gibt den Hochsprung, wenn man so will. Ich weiß nicht, ob dieser Hochsprung wirklich höher macht, aber mir hat der Seitwärtssprung immer besser gefallen, weil er halt immer so schön lang springt, anstatt so komisch hoch. Und ja, der eine ist halt, wenn man in einer Seitwärtsbewegung war und der andere, wenn man in einer Hochbewegung war und wann und wie man gegen was sich klammert, das ist auch immer so eine Frage, wie das funktioniert. Jetzt hat sie da natürlich noch das Leben mitgenommen, weil wir jetzt wieder ohne Continuous sind, da ist besser ein Leben zu haben. Wenn man hier so hin und her schwingt übrigens, da auch sobald man in die Richtung zum Beispiel nach rechts schwingt, dann springt man auch nach rechts weiter, so kann man relativ früh weitermachen. Der Wasserfall ist übrigens auch ganz gemein, also da, wo man diese Baumstämme hochspringt, weil der Inputs frisst. Und der Affe hier, der ist auch sehr gemein, es sieht sehr einfach aus, aber es ist sehr präzise, denn wenn man zu lang wartet, um auf ihn drauf zu springen, dann schlägt er mit der Hand nach einem, so wie gerade eben, wo er allerdings daneben gegangen ist. Man muss ihn halt ein paar Mal erwischen, bis er halt einmal hier ganz oben ist. Und an der Stelle jetzt, noch einen. Das müsste sein, jawohl. Einmal ganz nach unten fallen lassen. Achso, das war mit Absicht, oben, das fallen das lassen. Das war mit Absicht. Okay. Ganz oben haut dann der Affe mit den Doppelhänden da einmal auf diese schmale Reihe und fällt dann ins Wasser. So, jetzt immer großes Simba. Hier hat man auch wieder ein Level, wo man relativ viel skippen kann. Mit großen Simba hat man, wie gesagt, diesen Prankenschlag. An einigen Stellen in diesem Level sind so Lianen, die sind einem im Weg. Die muss man dann mit so einem Prankenschlag weghauen. Meistens sind es zwei am Stück. Die Affen, die sitzen überall, sind relativ nervig, weil die irgendwelche Eicheln oder sowas schmeißen. Und hier diese Pumas, wenn man zur richtigen Zeit brüllt, dann bleibt der Puma da halb in dem Tor stehen. Und dann kann man durch diese Greifmechanik, die man nur als erwachsener Löwe hat, sich auf diesen Puma greifen und durch dieses Tor durchschwingen. Wenn man das nicht täte, dann müsste man davor warten, bis die ganzen Pumas quasi alle raus sind. Dauert irgendwie, sind keine Ahnung, 10 Stück oder sowas. Das wird man hier dreimal sehen, das zweite Mal. Bin ich gerade mit der Erklärung fertig geworden, wo es wieder dran war.
hier und da natürlich auch nochmal präzise springen, um von A nach B zu kommen. An einigen Stellen macht sie Damage Boost, anstatt dass sie auf einen Stein wartet, der da rollt, wo man dann sicher drauf springen könnte, einfach auf diese Liane, die wehtun, unten rauf. Und ansonsten geht das halt immer wieder hin und her. Hier ist nochmal ein sehr präziser Sprung, den man halt auch gescheit machen muss, um dann da auch hochzukommen, aber hat sie jetzt geschafft. Sonst hätte man da auch nochmal einen Stein von drüben holen können. Der dritte Puma-Tor-Skip. Sonst auch, wenn man die 10 Pumas besiegt hat, dann kommt dann erst Rafiki und macht dann in einer langen Bewegung dann einmal so huack, mit seinem Stock und dann geht es erst auf. Okay. So, das Lava-Level basiert nicht auf dem Film. Wissen sie natürlich alle, die den Film gesehen haben. Hier gibt es allerdings einen wunderschönen Skip, nämlich hier kann man sich mit diesem Puma in die Wand reinklippen und kommt dann genau da raus, wo das Ende vom Level ist. Jetzt wartet man hier noch ein bisschen, während diese Lavafontänen hochschießen und Steine von oben runterkommen. Muss man halt ein bisschen hin und her springen, damit man getroffen wird. Und ganz am Ende kommt dann auf dieses linke Dings da ein Steinrauch und dann, wenn man da drauf, also eine flache Platte drauf, und dann, wenn man drauf springt, dann ist das Level vorbei. Mhm. Hat hier also quasi einmal komplett dieses ganze Level geskippt, was ganz nett ist, weil es eigentlich relativ nervig ist. Das war auch das Level, wo ich als Kind ewig nicht weitergekommen bin, weil man da irgendwo mal, ich glaube, in eine Wand reinrollen muss, um das normal zu machen, und ich habe es nicht geschafft. Dann bin ich dann halt einfach davor gestanden und okay, und jetzt? John fragt auch gerade nochmal, beziehungsweise das hatten wir vorhin schon mal beantwortet, ob es Unterschiede zwischen Genesis und SNES-Versionen gibt. Und grundsätzlich nein. Also grafisch nein. Ein kleines bisschen anders, aber so keine Unterschiede. Genau, und vorhin zum Beispiel der Wasserfall, der ist bei Genesis vor allem dafür bekannt, dass er Inputs frisst. Bei SNES weiß ich das nicht, also habe ich das selber nicht erlebt, dass er das täte. Mhm. Jetzt kommen wir schon in das vorletzte Level, wo man ganz viele Hyänen finden und erschlagen muss. Dazu gibt es eine Mechanik, nämlich einmal auf die Hyäne draufspringen und dann 5-mal auf die Schlagtaste drücken. Dann sieht es aus wie einmal treffen, aber in Wirklichkeit sind es 5 Treffer. Mhm. Und mit denen hat man dann halt einmal die Hyäne komplett fertig. Wenn man das ein bisschen falsch macht, dann wird man früher von der Hyäne abgeworfen und muss dann halt nochmal nach. Deswegen versucht er das immer möglichst präzise immer zu machen, damit es immer nur ein Schlag pro Hyäne ist. Was ich selber noch nicht wirklich verstanden habe, ist, wie viele man hier besiegen muss, um komplett die ganzen Hyänen, also damit man halt das Level beendet. Was man an dem Raum auch nochmal gesehen hat, war der Versuch, die Hyänen aufeinander zu stacken, damit man die alle auf einmal besiegen kann. Das ist auch ganz nett, wenn die Gegner übereinander sind, dann muss man nur einmal 5 Schläge machen und man hat die alle drei besiegt. Mhm. Mibio fragt auch gerade, ob irgendwelche Glitches benutzt werden. Ja, dieser Tor-Skip ist, wenn man so will, ein Glitch, weil definitiv von den Developern nicht vorgesehen, dass man halt so einen Puma nimmt und sich mit dieser Greif- und Wegschleudermechanik durch entweder das Tor oder eben vorhin durch das ganze Level schlägt. Mhm. Hier bei Ska, beim ersten Mal hat man es schon gesehen, habe ich gerade was anderes geredet, deswegen reiche ich das jetzt nach, dass er da eben auf den Hintern gesprungen ist. Das spart wohl several seconds of animation, wie sie schreibt. Mhm. Was man hier halt machen muss, ist ein paar Mal den Ska treffen, dann springt er weg, dann läuft man hinterher an den Hyänen vorbei. Man kann die auch besiegen, wenn man casual spielt, bis man dann halt hier auf diesem Podest ist, dann nochmal schlagen. Und dann ein letztes Mal läuft er weiter und dann ist man schon beim letzten Endboss und damit sind wir schon fast beim Ende vom kompletten Spiel. Wird jetzt natürlich kein Rekord mit den Part, mit den Sterben und den 2 Continuous oder ich glaube es waren 2, die wir gebraucht haben. Hier, wie gesagt, noch ein paar Mal so drauf springen und ein paar Schläge verteilen und dann zuletzt dieser Weggreif und Wegwerf und das war's. Und sogar noch Unterestimates, das ist ja schön. Isalt schreibt zum Abschluss auch noch, also der Film war länger. Minimal, ja. Bissl. Okay, aber ja, ich denke mal, mit der Zeit kann sie zufrieden sein, Unterestimate geblieben, obwohl halt 2 Continuous verbraucht worden sind. Ja, also jetzt mal abgesehen von Level 3, das nicht ganz so gut gelaufen ist, war das doch ganz ordentlich. Es ist halt kein einfaches Spiel, also ist jetzt keine Schande, wenn man das Level mehrmals angehen muss. Ich meine, für Weltrekordruns würde man da auch wahrscheinlich mehrere Versuche pro Level.